Einen wunderschönen guten Morgen, mein Lieben. Mein Name ist Jausen Kryptografie. Heute Morgen als erste Nachricht etwas, worauf mich ein Community-Mitglied hingewiesen hat. Und zwar, da gab es vor 2 Tagen anscheinend einen Hack an der Stelle. Ich habe überhaupt nichts davon erfahren, weil ich weder in dem Bonk noch in Allianz-Blog oder Alliance-Blog drin war oder das auch jemals wahrgenommen habe. Das sind sehr, sehr kleine Microcaps gewesen. Das Bonk-DAO ist sowas ähnliches wie ein Money-Market wie Aave und versucht an der Stelle auch mit einem selbst erstellten algorithmischen Stablecoin auf Euro-Basis zu arbeiten, und Alliance Block ist praktisch der einzige oder größte Kunde von BonkDAO damals gewesen, vor 2 Tagen, und das wurde tatsächlich gehackt in dem Sinne, und zwar das Älteste, ja, was es gibt bei Money Market. Bei Money Market muss man sich vorstellen, ist wie eine Bank. Ja? Du legst Sicherheit hinter, ne? Ob das Millionen ist oder Tausend, ist egal. Du darfst ja dafür etwas ausleihen. Meistens bis zu einem gewissen Prozent, 75, 80%, das ist so das Gängige. Und das ist erstmal gut, ja. Aber wenn, sag ich mal, dass die Sicherheit, die man hinterlegt hat, im Preis fällt und man nicht genügend, sag ich mal, Sicherheit nachschießt oder die Darlehen zurückzahlt, dann wird man liquidiert. Das ist das ganz normale Standardverfahren. So. Aber, und das ist aber, das wurde auch schon mehr als einmal, ja, vor allem durch diesen Profitable Trading Strategy von Avi Eisenberg, ja, eingeführt nach dem Motto, ey, ich manipuliere woanders den Preis von meiner Sicherheit und mein Darlehen, ja, und kann entsprechend diesen Money Market austricksen, weil die Market selbst, die wissen ja nicht die Preise, die beziehen immer den Preis von Oracles, ja, das heißt, das sind externe Entitäten, die praktisch diese Preisfeed liefern, bei welchem Preis aktuell die liegen, und das ist eben, was der Hacker gemacht hat, ja, der ist zu diesem externen Plattform gegangen, das heißt, ich glaube, Tello oder Tally, das ist ein ganz normales Oracle, ja, und hat dort konnte man, wenn man nämlich die Token gestaked hat, die Preise anpassen für die bestimmte Token, die, sag ich mal, sehr klein sind, die an der Stelle eben nicht so verbreitet sind, ja, weil woher sonst sollen die Preise kommen, und der hat dann den entsprechenden Preis manipuliert von diesen ALP-Token, also Allianz-Block-Token, ins Unermessliche, ja, ist dann auf die Plattform gegangen, an Money Market, weil aus seinen 1000 Dollar hinterlegten sind plötzlich Millionen geworden, ja, hat sich dagegen die so viel wie es geht, ja, diese B-Euro, diese gemintet, diese B-Euro auf den Markt gedumpt, soweit es geht, und praktisch alles leergeräumt, was da war. Ja. Insgesamt ist nicht viel, aber wenn man sich so eine Plattform anguckt, ne, und das ist das, was ich auch in meinen Coachings privat mit euch mache, ja, das dauert 3-4 Stunden, da habt ihr einmal diesen Ablauf, den ich auch selbst für mich mache, ja, und da würde man so, bei solchen Projekten einen ganz weiten Bogen drumherum machen. Erstens, ja, ihr seht diese Alliance-Block, das ist ein kompletter Insider-Token, ja, das ist nichts praktisch für die Community gewesen, und ja, das ist so die Ausschüttung gewesen. Und der zweite Punkt, ja, wenn man sich mal hier anguckt, ja, auf dieser Plattform, diese Money Market Plattform, bevor es abgestürzt war, ja, war praktisch zu 95% nur dieser einzige Token. Und da muss man sich überlegen, ein Stablecoin Market, der nur auf einen einzigen Token basiert, ne, als Sicherheit, und auf der anderen Seite. Und dieser einzige Token ist noch nicht mal so verbreitet. Das ist einfach nur, ja, rote Ampel ohne Ende, und dann, und das ist das eins der auch der Untersuchungsthemen, die ich bei meinen, ne, Research mache, wie sieht es mit den Publikationen bzw. Werbung aus, ja, und wenn ein Token so viel Werbung mit Pump und Dump, ja, Leute, die das nur einfach pushen, ey, da müssen wir rein, 1000x und pipapo, das ist überhaupt nichts zum Investieren, ja, schon gar nicht als Sicherheit hinzulegen, weil das ist keine Sicherheit, das ist einfach nur heiße Luft, ja, und also es tut mir leid, die Leute, die da waren, die was verloren haben, und jetzt wird auch noch gepusht, ja, wir werden einen Airdrop machen für alle, die Geld verloren haben. Wir werden einen Snapshot machen. Ich kann euch garantieren, der neue, ja, der wird 1:1 wie der alte sein. Da ist nur heiße Luft dahinter. Das wird noch schlechter ausgehen. Das wird noch mehr Pump und Dump werden. Und ich kann, also wie gesagt, ich mache keine Beratung, keine Empfehlung, aber wenn ihr hineingeht, solltet ihr wissen, zumindest womit ihr zu tun habt. Ja, über OpenAI Token habe ich gestern zum Beispiel auch in der Nachricht gesprochen, dass aus meiner Meinung kein einziger Token da draußen gibt. Ja, alles. Selbst diese ganzen Fetch AI oder wie die alle heißen, aus meiner Sicht, das sind alles nur Pseudo-Token, ne? Magic Beans, so wie ich nenne. Scam ist natürlich weit ausgeholt, aber sag ich mal Magic Bean. Das heißt, ihr wisst nicht, was da drin ist. Ja? Das kann alles sein, das kann auch nichts sein. Muss man wissen. Und Image AI bin ich vor ein paar Wochen drauf gestoßen, weil ich natürlich auf Twitter sehr viele diesen, sag ich mal, Bilder in Anführungsstrich verfolge oder sehe. Und das sind eins der Projekte, ja, im Gegensatz zu, sag ich mal, Midjourney zum Beispiel typischerweise oder DALL-E2. Das sind natürlich von großen Unternehmen und die sind natürlich sehr, sehr streng kontrolliert, ja, was die Generierung von bestimmten Content geht. Ne? Sag ich mal, wo etwas mehr Haut zu sehen ist und so weiter. Ne, ihr wisst, worum es geht. Und Image AI geht genau diesen Weg, ja, weil die auch in der Lage sind, diese NSFW, Not Safe for Work,
Bilder zu generieren, so wie man die nennt, sind natürlich extrem gehypt, ja, weil da eben solche Bilder gehen. Und was man da beachten muss, ist, das ist genauso aus meiner Sicht wie damals Axie. Ja. Der Token, der hat tatsächlich an der Stelle Nutzen. Was ist der Nutzen? Du brauchst den Token, um auf der Plattform, also auf Discord, so ähnlich wie bei Midjourney, nur Midjourney nimmt halt echtes Geld, die nehmen halt ihren eigenen Token, den eigenen Token musst du halten, damit du die Plattform benutzen kannst. Das ist erstmal soweit okay, aber, und das ist das Aber, ja, sobald natürlich der Token nicht mehr diesen Use Case hat, ja, sondern zum Spekulieren gedacht ist, so wie hier, ja, wir haben 500 oder 600% Pump in den letzten Tagen gehabt, wird kein Mensch mehr den Token kaufen, um da reinzugehen. Ich meine, aktuell kostet knapp $5,000, ja. Du musst $5,000 wertigen, deren Token halten, um allein auf deren Plattform zu gehen und realistische Bilder zu generieren. Ich meine, das ist doch Schwachsinn, ja. Und da an der Stelle zu sagen, hey, ne, statt die Anzahl der Token, ne, sag ich mal, in fixen Gebühr $10, $20, das wäre zum Beispiel eine Lösung gewesen, ja. Aber, naja, gut, ne, mit Token kann man eben mehr Geld verdienen, mehr Pump und Dump machen und, also meiner Meinung nach, wie gesagt, nur weil es einen kleinen Use Case hat, heißt nicht, dass der Token gegen den Mund gehen wird, und das wird aber momentan auch sehr, sehr stark gepusht, also seid auf der Hut. So, kommen wir zum nächsten. Messari hat einen Artikel veröffentlicht, ja, stimmt, also kann ich absolut an der Stelle, ja, sag ich mal, zu 90% recht geben, und zwar diese ganzen Governance, ja, und auch diese ganzen DAOs, die es gibt. DAO waren mal 21, 22, wir haben auch selbst hier bei CryptoCafé einen DAO gegründet, und 3 Monate später habe ich den, ne, mehr oder weniger stillgelegt. Ich habe gesagt, wir haben momentan nicht die Use Cases dafür, beziehungsweise die Traction, und DAOs sind praktisch, ich meine, die Idee dahinter ist gut, ja, so eine Art komplett demokratisiertes System, wo jeder was mitzureden hat und so weiter. Nur die bisherigen Modelle, die funktionieren alle nicht wirklich. Auch die, die wirklich funktionieren, sind tatsächlich, sag ich mal, kleineren Gruppen von Leuten, die sich sowieso schon kennen, die sowieso schon miteinander arbeiten. Und dann, ja, ich meine, wenn ich mit meinen 3 Kumpels zusammen eine DAO aufmache, ja, und jeder hat, sag ich mal, 1/4 Stake in dem Unternehmen, dann ist es okay. Ja, dann ist es demokratisiert tatsächlich. Aber man kann nicht ein DAO eine DAO nennen, die, wo tausende Leute drin sind, weil so funktioniert das nun mal nicht. Und in der Regel sind eben die DAOs selbst, Curve ist eine DAO, ja, und das sind eben die ganzen VCs oder die großen Holder, die sind tatsächlich regierend, ja, so wie man, ne, aus dem heutigen System in der realen Welt kennt, und die bestimmen halt sämtliche Police oder Politiken, und da kann man noch so viel voten als kleiner, wie man will, weil die Token-Gewichtung, die man selbst hat, ja, in der Hand, hält nie unbedeutend gegen die massiven Token, was die VCs oder Insider halten, hat, ist praktisch die Stimme, die kann man geben, aber die hat keinen Wert, ja. Und deren Lösungsvorschlag ist tatsächlich nutzungsbasierte DAOs. Das ist natürlich schwer zu implementieren, denn man muss extra Smart Contract schreiben, ja, die das tracken jederzeit. Das heißt, wer benutzt dieses Protokoll, wie viel, und zwar wie oft habe ich Uniswap benutzt, ja, oder zwar auch über 1-Inch Uniswap benutzt und so weiter. Und dann würde ich entsprechend beim Voting oder bei Governance ein Stimmrecht bekommen, dass meine entsprechende Nutzung. Aber auch das, ja, das kann man über Sybil Attacks austricksen. Das Sybil Attack ist einfach, ne, mit mehreren Fake-Accounts sowas austricksen, und das sind alles Probleme, die müssen theoretisch erst gelöst werden, bevor so ein Modell überhaupt funktionieren kann. Nichtsdestotrotz, die Idee eines DAOs, ja, dass man eine demokratisierte, ne, Bestimmung statt einer Top-Down-Hierarchie hat, könnte, ja, für bestimmte Projekte funktionieren, aber letztendlich, sag ich mal, für große Ziele, die man anstreben will oder möchte in einem unternehmerischen Art, also da kommt man nicht drum herum, dass man bestimmte Hierarchien aufbaut. So, kommen wir zum nächsten. Wir haben eine Sammelklage. Ja, ist eine kurze Nachricht. Da habe ich auch ein paar Mal drüber berichtet. Kann ich euch tatsächlich empfehlen. Sehr, sehr, nicht spannend, aber unterhaltsam. Ja, es gibt einen 3-Teiler von dem YouTuber CoffeeZilla, ja, über Logan Paul, seine Eier, Krypto-Eier, die er verkauft hat und wo draus nichts geworden ist und er, ne, an der Stelle praktisch nur fahrlässig war, weil das Geld auch praktisch mehr oder weniger verschwendet worden ist für nichts, und jetzt wurde halt per Sammelklage angeklagt von den Leuten, die tatsächlich diese Eier gekauft hat, obwohl der vor ein paar Wochen tatsächlich freiwillig einen Entschädigungsfonds gegründet hat, mit $1 Million so drin, wo der praktisch die Geschädigten, aber nur die Tokenhalter, nicht die Eier, ja, entschädigen wollte, und ja. Das ist das. Und wir haben Gamma-Swap. Ich bin da aktuell gerade dabei. Ich denke, heute kommt das, die Folge, nämlich wie das mit dem Gamma-Swap funktioniert. Gamma-Swap ist ein sehr neues Protokoll. Ich würde auch nicht reingehen aktuell, aber es ist theoretisch eine Möglichkeit. Ja. Und nämlich eine Möglichkeit dieser Uniswap-Geschichten, V3, wo ich auch selbst drin bin, so weit, sag ich mal, was Risiko geht, etwas zu reduzieren. Denn ihr wisst, Uniswap ist, sag ich mal, was die Volatilität angeht, sehr, sehr schlecht. Ja. Weil hohe Volatilität bedeutet,
die Leute auf Uniswap machen Verluste. Ein Seitwertmarkt, möglichst wenig Volatilität, aber hohe Trading-Volumen, das ist das, was Uniswap braucht. Und das ist auch meine Erfahrung kurz zusammengefasst. Und GammaSwap sagt eben an der Stelle, hey, wir nehmen ein bisschen Kapital von dem, was du da reinsteckst, oder der Investor, wie ich auch für Uniswap, ja, du nimmst ein bisschen Geld daraus, gehst praktisch in eine Gegenposition, ähnlich wie Option. Kann man tatsächlich fast wie 1:1 abbilden, wie bei Option, und sicherst deine Position ab gegen solchen Fällen, wo das oben und unten aus deinem Range rausschießt, ja, wo du dann ab dem Zeitpunkt Verluste machst, und das kann man theoretisch durch GammaSwap absichern. Also es ist mit Vorteilen, aber auch mit Nachteilen verbunden insgesamt, und wie gesagt, dazu kommt noch ein Video. So, kommen wir zum nächsten. Wir haben auch wieder aus Messari, und denkt dran, auch Messari ist eine Plattform, die teilweise selbst, aber teilweise auch fremdfinanziert wird. Und da kann jeder theoretisch, ich könnte auch dahin gehen, ja, und einen Auftrag geben für eins der Mitarbeiter dort, für mich einen Bericht zu schreiben, ja, der halt von mir bezahlt worden ist. Und so ist dieser Artikel hier auch. Ja. Wenn ihr genau durchguckt bei diesem Artikel und vor allem nach unten, dann ist das dieser Artikel, der wurde komplett von Tron bezahlt. Ja. Das heißt, der wurde bezahlt, damit der Schreiber auf Messari, der dort arbeitet, der natürlich auch, dass die das explizit zulassen, so einen Content schreiben. Und wenn man aber diesen Content mal durchliest, was da drin steht selbst ganz oben, ja, dabei, dass der Tron praktisch komplett unterkollateralisiert ist, wenn man den Tron-Token nicht mit einrechnet. Was bedeutet das? Der Tron, die haben dann den USDD. Ich habe da zwei Videos drüber gemacht, will ich nicht nochmal drauf tiefer eingehen. Könnt ihr euch gerne auf meinen Kanal raussuchen. Das ist der schlechteste Stablecoin, den es gibt, ja, meiner Meinung nach. Noch schlechter als UST. Warum? UST ist immerhin algorithmisch. Ja? Das heißt, wenn es anfängt abzustürzen, dann stürzt es tatsächlich auch ab. Und das kann niemand verhindern, weil Smart Contract bei dir da. Aber USDD ist ein zentralisierter Stablecoin, nämlich der Justin Sun und seine Kumpels, so sage ich das immer, ja, die kontrollieren den, wann die den einlösen können gegen echte Dollar und wann nicht, ja, und wann die neu minten können oder nicht. Das heißt, als User hast du keinerlei Chance, den jemals gegen einen echten Dollar auszutauschen, außer auf seine Smart Contract Lending Plattform gegen anderen Stablecoins, und selbst die sind keine echten, sondern deren eigene, ja, die heißen ja JUSDT, JUSDC, das sind keine echte, ja. Und wenn man praktisch seine eigenen Token alle rausnehmen würde, hätte man 400 Millionen gerade mal an Backing für die 1,2 Milliarden. Und ja, ich meine, das ist nichts, wo ich mit einer Kneifzange anfassen würde. Danke an der Stelle für den Tipp, für dieses Wort. Und ja, das nächste, wir haben bei DeFi nämlich ein Bild, ja, wie die ganze Landschaft aussieht, wo aktuell die ganze TVLs sind oder liegen. Liquid Staking, ein ganz großer Bereich, aber der größte Bereich ist immer noch DeFi. Ja, das ist hier dieser dunkelblaue hier in der Mitte, und wir haben auch Lending ist eine Notwendigkeit, und da ist natürlich Aave immer noch der Platzhirsch, ja, und lustigerweise Just Lend, ne, gerade drüber gesprochen, ja, auf Justin Sun, seine Plattform. Also diese ganze, ne, gesamte TVL auf Just Lend, also ihr könnt 2/3 sag ich mal, als Fake TVL rausrechnen, da habt ihr Pi mal Daumen etwa die wahre Masse, die dort tatsächlich hinterlegt ist. Und ja, kommen wir zum nächsten. Wir haben BNB, und viele haben sich auch gefragt, was machen die da? Ja, die launchen schon wieder eine neue Chain. Ihr wisst, ne, die aktuelle BNB-Chain ist aktuell schon ein Merge aus zwei Chains, ja, nämlich die frühere BSC und die frühere BNB-Chain. Und selbst die läuft nicht so glatt. Ja. Da haben ja einige Leute, habe ich drüber berichtet, in der Historie nachgeforscht. Man kann da nicht alles nachverfolgen, ja, was auf der Chain an der Geschichte passiert ist. Und sowas sollte definitiv nicht sein bei einer Chain. Das heißt, das sind definitiv Leichen im Keller. Und jetzt wollen die wieder eine neue launchen, und zwar im Kosmos-Ökosystem basierend auf dem IBC. Ja, und diesmal, ja, könnt ihr sogar ganze Dateien und alles drauf ablegen. Das heißt, so eine Merge praktisch auf IPFS, Filecoin oder was es noch alles gibt. Ja, mit der Blockchain alles zusammen, also alles aus einem Hause. Ja, das Nonplusultra, was Blockchain zukünftig machen kann. Und ich bin mir 100% sicher, ja, da werden auch sehr, sehr viele Leute wieder reinapen. Muss nicht schlecht sein, aber man sollte eben wissen, auf was man sich einlässt, ja, genauso wie bei BNB, ne, die haben ja diese 20, 25 Validatoren, die haben, kann man dezentralisiert nennen, muss man nicht, und ja. Kommen wir zum nächsten. Wir haben NFT-Entwicklung, und das ist eine sehr gute Statistik. Hildobby, ja, ist eines der größten User oder Creator auf Dune Analytics. Der macht sehr, sehr gute Analysen und auch diese Charts, die er generiert. Und diesmal haben wir, das ist der blaue Bereich, wo ich drauf ansprechen, da habe ich gestern auch in den News gesprochen, diese Open Editions. Ja, das heißt, man kann sehr, sehr viele, so viel wie man möchte, von einem einzigen NFT minten. Und das seht ihr, ne, in den letzten 2 Wochen hat es sich verdreifacht, die Menge an Open Edition. Ja.
Und das ist zumindest ein Trend, ja, dahingehend. Und wir werden sehen, inwiefern die Open Editions, sag ich mal, zukünftig die ganz normalen NFTs und andere verdrängen kann. Aber, und das ist eben das Aber, ja, das ist genauso hochspekulativ und man setzt sogar noch weniger, sag ich mal, auf die tatsächlichen Fakten, weil man versucht hier, sag ich mal, in frühen Künstler und sonst was zu investieren, statt in ganze Projekte, weil Künstler sind natürlich einzelne Leute, Projekte sind immerhin Teams, ja, in der Regel, die etwas bauen wollen und so gesehen, ja. Kommen wir zum nächsten. Wir haben ja von der ZDF etwas veröffentlicht, ne? Wie geht sicheres Passwort? Das Beste ist, nimmt immer hier unten das Beispiel, ja. Die sagen, hey, nimmt aus diesem Satz, Christian Sievers hat 142 Krawatten, die ersten Buchstaben von allen, ja. Ihr habt hier an der Stelle 7 Zeichen, ja, groß und klein und Zahlen. Und wenn ihr diesen Chart, den ich schon mal veröffentlicht habe, durchgeht, ja, bei 7 Zeichen, große, kleine Buchstaben und Zahlen braucht man aktuell, also nicht mal aktuell, letztes Jahr, ja, hätte man an der Stelle 7 Sekunden gebraucht, um dieses Passwort zu knacken. Und selbst, wenn man diesen Punkt dahinter am Ende noch dazu nehmen würde, ja, würde man gerade mal 39 Minuten brauchen bei dem rechten Power vom letzten Jahr, um dieses Passwort zu knacken. Also, denkt dran, ne, Passwörter ist eins der wichtigsten Sachen auch, unter anderem. Und vor allem, wenn ihr, sag ich mal, auf zentralisierten Exchanges unterwegs, dann noch mehr drauf achten. Ja. So, etwas aus dem Kosmos-Ökosystem, und zwar das hier. Ne? Und ich meine, das ist... Ja, ob man das als Werbung sehen kann oder nicht, ist, sag ich mal, dahingestellt. Es geht darum, dass man auf Curve aktuell knapp 1% an Rendite bekäme, ja, für Stablecoin Farming und knapp 2% bekommt auf Osmosis, ja. Und in beiden Fällen ist die tatsächliche Rendite, die rein durch Nutzung, also durch Fees generiert werden, unter 1,5%. Und ich meine, ob man da zwischen dem 1% einen Unterschied machen möchte, ja, klar, bei 100 Millionen macht das vielleicht einen kleinen Unterschied, aber sag ich mal, für den kleinen Mann muss man schon überlegen, ja, ob man auf so viel Sicherheit oder, ne, Dezentralisierung verzichten möchte von Curve auf Osmosis. Nichtsdestotrotz, Osmosis, wie man hier sieht, ja, ist tatsächlich die größte Plattform aus dem IBC-System auf Platz 20 von diesen ganzen Projekten, ja, die überhaupt Fees generieren können. Und das ist immerhin schon etwas, ja, also 31.000 pro Tag und aber, und das ist auch das Aber, ja, und das war ja auch was eins der wichtigsten Sachen, die ich in meinem Coaching mache. APR, das heißt die Rendite, die Zinsen, die irgendwo angegeben werden, sollte der letzte Punkt sein, ne, bei dem man die Entscheidung trifft, ob man auf eine Plattform geht oder nicht. Ja. Alles andere an der Stelle ist viel, viel wichtiger. Das war auch einen schönen Chart aus dem also IBC-Ökosystem, damit man sehen kann, wohin oder wo das Geld aktuell fließt. Ja. Aber, und das ist dieser Punkt, worauf ich zurückkommen will, nämlich das hier. Ja. Das ist praktisch eins der Checklisten, die ich auch selbst benutze in den Coaching, die ich euch auch gebe, auf die Hand. Ihr seht, das ist praktisch die Reihenfolge von einem der Unterpunkten, Projektwahl, ne, beim Yield Farming. Und zuerst ein Research machen, Basiswert bestimmen, also womit man Farming-Token, was bekommt man als Farming-Rewards, ja, die Zeithorizonte, eines der wichtigsten Sachen, wie viel Zeit man hat, wie lange man investieren will, wie viel Zeit man täglich investieren möchte, wie viel ist die Liquidität von den Token, sowohl die Basis-Token als auch die Farming-Token und natürlich als letztes die APY. Ja. Man soll niemals nur API angucken und sagen, hey, da will ich hin. Ja, das ist genau der falsche Weg, den man gehen würde, wenn man viel Risiko und wenig Rendite bekommen möchte. So, jetzt kommen wir zu den entspannteren Sachen von heute. Wir haben ja ein Programm und das geht auf diese Nerf-Geschichte. Ja. Nerf ist eine Abkürzung für praktisch AI-generierte 3D-Content aus ganz normale Fotos. Ja. Und das ist tatsächlich schon eine Probeversion, nämlich man kann praktisch von sich, ne, sag ich mal, Selfies aufnehmen aus unterschiedlichen Winkeln. Ja, und dann kann diese App praktisch eine 3D-Modell von dir selbst aufbauen, ja, so wie du aussehen würdest. Und theoretisch könnten da andere, die praktisch dich daten oder sich angucken wollen, ja, dich in ihren Wohnzimmer oder irgendwo anders hinstellen, ja, und dann gefällt das mir, so wie der hier aussieht, ja, oder nicht. Und ja, da wird es definitiv einiges an revolutionäre Apps geben in der Richtung. Zweites, ja, das habe ich auch vor einigen Zeit schon vorgestellt, dieses AI-Voice-Sachen, ja, da gab es vor einem Monat sogar schon, habe ich in einem Podcast eine ganze Folge gehört, die komplett durch AI generiert worden ist, ja. Wenn man sich das ganz kurz anguckt, sage ich ein paar Sätze, kann man noch nicht mal unterscheiden, ob das echt oder falsch ist. Aber wenn man sich das lange anguckt, ja, dann merkt man, okay, die ganz normalen menschlichen
Pausen, ja, oder Unregelmäßigkeiten, die sind eben alle weg, weil es sehr regelmäßig, ja, die Pausen zwischen den Sätzen, ja, die ist immer gleich konstant und nach einer Zeit merkt man, okay, ne, das ist eine Maschine, die da spricht. Und dieser kurze Clip hier, ja, wenn man nicht wüsste, dass es von AI generiert ist, die hört sich tatsächlich so echt an, nämlich das wurde aus den Stimmen, ja, von Michael Saylor generiert. Das ist ja das, was AI machen können, ja, und der hat da was Lustiges dazu gesagt. Schaut euch einfach das an und kommen wir zum nächsten. Adani, habe ich auch drüber berichtet in den News. Ja, ist natürlich nicht, sag ich mal, Krypto, aber aus der traditionellen Finanzindustrie. Da hat diese Arkham Research, glaube ich, in großen Artikeln veröffentlicht, sehr, sehr viel Nachforschung, ja, mit tatsächlich Nachweisen. Nämlich, dass Adani und sein ganzen Konzernsystem, das sind mehrere zig Unternehmen, so ähnlich wie FTX, ja, komplett auf heiße Luft basiert und mit Bestechung und Korruption alles zu tun hat. Und der Token, nicht der Token, aber die Aktie, ja, circa 75% nachgegeben, seitdem der Research Report drin ist. Und ja, gut, wer braucht Kryptos, ne, wenn man auch Pump und Dump in der TradFi hat. So, kommen wir zum nächsten. Und das ist ein Behind-the-Scenes-Video von Star Wars, eines der Folgen, ja, nämlich wo Jar Jar Binks auch bei denen am Tisch sitzt. Und ihr könnt sehen hier an dieser Stelle, wie das damals aufgenommen worden ist. Der hat halt so und so Teil auf dem Kopf getragen. Sieht ziemlich lustig aus. Und das Letzte, ja, wer, ne, an der Stelle sein IT ein bisschen auffrischen möchte oder auch tatsächlich, sag ich mal, neben der Arbeit, weil man selbst nicht in IT ist, sich ein paar Sachen durchlesen möchte, ist sehr, sehr, sehr viel Stoff. Ja, circa kann man ganzen 2 Jahre lang füllen, aber ist komplett for free. Das heißt, ja, man kann theoretisch sich nebenbei ein bisschen IT-Wissen aneignen. Und ja, das war es auch schon von mir heute für euch. Ein verfrühtes, schönes Wochenende. Ja, heute ist ja Freitag. Es kommen noch ein paar wichtige Zahlen auf den Markt heraus mit Arbeitslosen und so weiter. Aber ich gehe nicht davon aus, dass da überhaupt irgendwas passiert mehr bis zum nächsten Fed-Sitzung. Und ja, bis dann. Mein Name ist die. Ciao, ciao.